Wahrscheinlich wird Wrackwanderung wohl das nächste Level werden und die Alliteration am Anfang des Satzes hat wohl keiner gemerkt. Also, let's go. Da war eine Alliteration am Anfang des Satzes? Ja, wahrscheinlich wird Wrackwanderung wohl das nächste Level sein. Ah. Ich habe irgendwie nicht zugehört, also. Ich habe nur irgendwas gehört von wegen Part fängt an und ich dachte mir so, halt's Maul, der Dreck. Ja. Ist auch mein Gedanke immer. So. Jedes Mal, wenn du den Splatoon 2 Part anfängst, halt Small Cedric, ganz im Ernst. So, und er spielt jetzt Cranky, denn, ja, man braucht für das Level Cranky. Das ist korrekt, der ist ja schon ganz gut. Ja, man braucht es auch für einige Puzzleteile oder sowas. Cranky's coole Fähigkeit ist halt, dass er mit dem Pogo, fuck off, du Hurensohn, dass er mit dem Pogo-Stick über jegliche Stacheln gehen kann. Das macht ihn so ziemlich zum situationsbedingten Charakter. In manchen Leveln ist er damit halt echt verdammt gut, aber... In manchen ist er damit kompletter Trash. Du meinst, er kann mit dem Stick über manche Stacheln. Ich erinnere an das eine K-Level, was ich gespielt habe im Hard-Mode bei dir. Genau, da kann er nicht drüber. Ja. Gut, das ist manchmal ein bisschen komisch. Vielleicht hätte man die irgendwie farblich kennzeichnen sollen oder so. Keine Ahnung. Hallo, ich find's ein bisschen unfair, dass du jetzt schon reingegangen bist. Ich habe absolut keine Ahnung, was da ist und ich hatte auch keine Möglichkeit, irgendwas zu sehen. Ich glaube, du bist gestorben. Ja, weil ich nichts anderes machen konnte. Das ist... Jetzt muss ich auch noch warten, ey. Lame. Unnötig. Unfair, du kannst dich damit heilen. Ich nicht. Chilliges Level. Ja, als Funk, Cranky. Als Funky Kong auch. Gibt es einen Grund, warum du Funky mit Cranky verwechselst? Oh, klingt einfach ähnlich. Das stimmt eigentlich sogar mehr oder weniger. Das ist eine sehr, sehr gute Erklärung, würde ich behaupten. Puzzleteil, lol. Lol, es gibt 7 Stück in diesem Level, was mich aber... Och Gott. Was keinen interessiert. Außer die Leute, die es natürlich wieder in die Kommentare schreiben. Keine 100%? Das sind 100%. Clickbait. Ich hab's wahrscheinlich nicht meinen Titel, aber auf meine Projektenliste 200%. Nintendo hat aber wirklich 100% gespielt. Der hat nämlich alle Puzzleteile geholt. Und du machst das nicht, Cedric. Warum? Weil's niemand juckt. Das ist korrekt. Außerdem müssen wir ja mit keinen nervigen, sich stetig wiederholenden Bonusse spielen. Ja, das ist richtig. Wir können ja mal eins zeigen da oben. Das ist wirklich, ja, können wir machen. Das ist wirklich witziger an einem Bonus-Level ist halt, wenn du verkackst, dann kannst du dich umbringen gehen, weil du nicht nochmal da reingehen darfst. Das ist doch der zweiteinfachste Bonus, glaube ich, ne? Ja. Ich würde behaupten, das ist sogar der einfachste. Nee, ich finde den mit den Sprungbrettern noch einfacher. Da bin ich sogar ab und zu mal runtergefallen. Lol, ich noch gar nicht. Und ich bin der Noob. Gut, du hast auch nur Welt 1 gespielt. Hä, der Bonus ist trotzdem in jeder Welt... In jeder Welt, wow. In jeder Welt der gleiche. Ja, aber du hast ihn sehr, sehr selten gespielt, das will ich damit sagen. 3-4 Mal. Kein Leben, Alter. Ich habe ihn auch 3-4 Mal gespielt, weil ich 2-3 Mal runtergefallen bin. Lol. Danke fürs So her. Asozial, ne? Och, Mann! Instant Karma. Halt dich doch fest, du Scheißaffe! Das Problem mit dem Klettern habe ich aber wirklich mehr. Nein, noch nicht. Doch. Ja, okay. Warum nicht? Secret Exit ist oben. Ja, ich weiß. Ja, ich... Wir müssen es eh zweimal spielen. Ich weiß, ja. Scheißegal. Ich habe schon wieder zu spät reagiert, als ich gegen DK gesprungen bin. Immer schon so eine Sekunde dran und dann fängt er erstmal an. Ja. So muss das. Aber wir machen erstmal 1-4 Wipfel, wie er war. Das kann witzig werden. Erstes Loren-Level. Das war nicht mal schwierig, da bin ich nicht einmal gestorben, tatsächlich. Du. Ja. Wow. Weil Loren-Level bin ich gewohnt. Willst du mir die Story dahinter erklären? New Super gewohnt? Mario Bros. DS, da gab es auch 2 Loren-Level. Das hast du gespielt? Ja. Ich nicht. War ganz gut. Besser als New Super Mario Bros. Ich hab nicht ganz gespielt, ich hab nur das... Erste Loren-Level gespielt, aber es war ganz lustig, fand ich. Am Anfang ist zwar ein Bonus, aber juckt nicht. Ich hab gar keine von diesen New Super Mario Bros. Wer gespielt. Wer springt? Abwechselnd. Sehr gut. Ich würde sagen, nach jedem Checkpoint wechseln wir einfach. Ich fange einfach an. Fang an. So, K haben wir. Und schon verkackt. Ja, das Puzzleteil haben wir nicht. Oh. Müssen das Level wohl noch von vorne anfangen. Du kleiner Dometo. Das sind all die Puzzleteile. Leicht knapp. Ganz Huch, ducken, leicht. ducken. Voll du Idiot. Bist. Hä? Ah, du kannst dich ducken? Natürlich kann ich mich ducken. Du musst dich ducken. Ach so, das kann ich ja nicht für dich eingeben. Ach so. Oh, man muss beides. Okay, dann halte ich einfach permanent geduckt, lol. Ja, das geht auch.
Das ist verwirrend so zu zweit. Ein klein wenig. Aber bisher funktioniert es besser als den Kack, den wir dann Stylers machen mussten mit dem Rad. Das hat irgendwie gar nicht funktioniert. Grüße gehen raus an Philipp. Okay, ich mach einfach jetzt wieder. Hier gab's gleich eine Scheißstelle mit einem Fass, da bin ich fast runtergefallen. Ne, mit so einer Kiste. Hier, man muss nämlich auf der zweiten. Du kannst auch so einfach ganz knapp vorher abspringen. Ich hab nichts zu sagen. Hier ist ein Herz. Fuck off. Die Hater, Hans ist da. Die Menge schreit, Amena. Was? Oh, ich hab doch nochmal A gedrückt. Stirb einfach. Macht wenig Sinn, an dieser Stelle dann nochmal weiterzumachen. Ja. Sieht so aus, als ob ich übernehmen komm, muss. Du musst. Achso. Let's go. Mann! Nicht regulär gestorben, war jetzt Suizid, aber trotzdem kacke. Duck dich, du Lelek. Ich hab mich geduckt! So. DKs Hände sind überhaupt nicht zu groß. Nein, nein, nein. DKs hat so fette Hände. Ach, ich dachte, das wäre jetzt schon ficken. Oh, ja, das machst du. Das hat mich verwirrt. Ich dachte, das wäre gleich am Anfang, aber das nein. war bei der zweiten Kiste. Komm, ich mach nochmal. Aber es ist scheiße, dass wir immer zwei Leben durch verlieren. Ah, Lifehack. Okay. Huch, jetzt bin ich auch. Ich hole einfach mal das Puzzleteil gleich. Ja, kann man auch mal holen. So beim dritten Versuch. Wollen wir nicht aktiv drauf? 69 Münzen. Okay, jetzt einfach hier fahren. Dann kriegen wir sogar noch einen Ballon dazu. Das ist ja freundlich vom Spiel. So, so schwierig ist das eigentlich gar nicht. Man muss nur wissen, was kommt. Trial and Error. Nee, man muss nur nicht ganz so dumm sein. Dann kriegt man das eigentlich hin. Jetzt kommt eine sehr lustige Sequenz. Coole Sache, ey. Ja, eindeutig. Und ich find's hier ein bisschen verwirrend, weil man sieht das hier so schlecht. Ich habe ein Puzzleteil, warum auch immer. Und schon das Ende erreicht. Und hier unten ist noch ein Puzzleteil. Das ist korrekt. Hui! Vollkommen notwendig. Nein! Ja, ist doch, okay. Ich will lieber Leben haben, weil so viele wie wir jetzt hier verplempert haben. Ein Leben hast du trotzdem nicht, Cedric. Oh! Das ist Mario. Die Wände hoch, die Decke entlang, Vollgas ohne Limit. Neu, Bumerangblume, Superhupe, Piranha-Pflanze. Fahre optional mit Bewegungssteuerung. Teile deine Highlight-Videos mit anderen. Online mit bis zu 12 Spielern. Geil! Cool. Grüße gehen raus an Mario Kart 8. Und diese Produktplatzierung. So, dann mal ab durch das Level. Ich renne jetzt überhaupt nicht mit. Nee, nee, nee. Du kannst auch gar nicht im Spiel. Oh, das ist so scheiße! Das ist ein bisschen... Ich bleib jetzt auch tot. Das macht keinen Sinn, wenn du mit Cranky so durchrennst. Da kann ich nämlich mit DK überhaupt nicht mithalten, theoretisch. Das ist korrekt. Nicht mal. Du kannst wirklich nicht mithalten. Da wird nicht mal ein Speedrunner schaffen, das geht einfach nicht. Look at my skill. Amina. Amina Koyum. Ja, so alleine geht's ja, weil die Kamera immer auf einen zeigt und so weiter. Es geht eigentlich so, aber... Ups. Ich komm mal doch wieder. Oder? Ja, kannst wegbleiben. Niemand mag dich. Okay, jetzt hast du wieder ein Herz. Es geht tatsächlich relativ schnell. Ja. Wow, wenn man so auf nichts achten muss, ne? Passt schon. Coole Sache. So können wir auch für den Rest des Spiels spielen. Wenn du meinst. Bestimmt nicht. Hier ganz oben zwar eher ein Speedrun, aber sonst. So. Das Spiel ist tatsächlich für Speedruns designed. Also wenn man sich sowas mal anguckt, das ist schon ganz interessant zu sehen. Vor allem, ich finde es so lächerlich, dass der Secret Exit nach dem normalen Exit kommt. Das ist unnötig. Asozial ist das. Ja, hier braucht man zum Beispiel jetzt Cranky, wenn man kein Skill hat mit Rollen. Ja. Wenn man ein Vollidiot ist, dann braucht man nicht Cranky. So, und... So. Eine Coin. Münze wollte ich holen. Je mehr, desto besser. Das ist nicht mal schwierig zu timen. Das Bonusspiel aus Kirby Style, das ist auch nicht schwer zu timen und trotzdem war ich der Einzige auf Platz 1. Was ist deine Meinung dazu?
Dick dicht im Dunst. Das ist, glaube ich, ein Silhouettenlevel. Korrekt. Deswegen da habe ich, da hab ich zuerst das O verpasst, glaube ich, war es. Oh mein Gott. Ha. Ich muss zurückkommen. Ein Moment. Sich an. Der Bart sieht irgendwie so ein bisschen aus wie. Wie heißt der? Aus König der Löwen. Mufasa, glaube ich. Der Vater jetzt? Nee, der Affe. Nee, wie heißt der Affe nochmal? Ich habe den Namen vergessen, um ehrlich zu sein. Ich auch. Ich glaube, es war irgendwas mit R. Naja. Rick. Ich komme nicht drauf. Von Ferner aus Pokémon. Hallo. Hallo. Schon geil mit so einem radioaktiven Bart, ey. Wow, ich bin so skillig heute. Radioaktiver Neonbart. Da ist das K, immerhin. Ich versuche dann irgendwie da hochzukommen. Ich wäre auf die andere Plattform noch gekommen und dann stirbst du und dann bin ich so abgelenkt, dass ich sterbe. So muss das. Das nennt sich... Teamwork. Genau. Genau so geht das. Aber Domito hat mehr Skill, der ist nicht gestorben. Domito ist in der ersten Welt nur zweimal gestorben. Echt? Keine Ahnung, ey. Ich auch nicht. Normalerweise machen doch irgendwelche Leute Hallo. So... Ich möchte skillig gehen, Stück zurück, bitte. Ich möchte hier... Oh, geh da runter. Ja, geht doch. Hallo? Willst du jetzt nach vorne gehen? Ich wollte jetzt eigentlich so skillig mit einer Rolle darüber, aber... Nee. Das lassen wir an dieser Stelle. Ich finde diese Schwanne immer so dämlich. Ich finde, das ist ein cooler Checkpoint. Gefällt mir mehr als so ein emotionsloses Band in, wie in Super Mario World. Oder eine Fahne wie Och, in Mann! Super Mario World. Musstest du das jetzt schon greifen? Hä? Ich kann ja das doch nicht klauen. Anscheinend doch. Nö. Oh, ein Ballon. Den haben wir bitter nötig. Das ist direkt der zweite. Ich mag die Musik in dem Level. War auch in irgendeinem Contest, in einem gewonnenen Contest von vor 5 Jahren, keine Ahnung. Okay, jetzt kommt hier so eine scheiß random Spawntrap. Ich glaube, das ist die Musik aus diesem Sick-Ass Swamp-Level von Community Contest 6. Bin ich der Einzige, der sich durch diese Gegner da so ein bisschen an Limbo erfüllt? Da ist das O. Limbo, du meinst dieses Point. Ich weiß gar nicht, war das Point and Click? So ein Point and Click Horror oder so? Keine Ahnung, so wirklich Horror war halt nicht. Eher so ein Puzzle-Level. Puzzle-Spiel. Aber mit Horror-Elementen, ja. Naja, geht so. Das erinnert mich immer um LOL. Von den Limbo-Menschen kommt auch noch so ein anderes ähnliches Spiel, Inside Out heißt das. Das ist auch ganz interessant. Allerdings nicht mehr in so einem Silhouetten-Dingens. Willst du ran oder ich? Geschafft, LOL. Geschafft, LOL. Puzzleteil, das will ich sammeln. Fun Fact, hier unten ist ein Kongfass, das wir jetzt aber nicht brauchen und leben. Das schon. Oh Gott, ich hasse solche Silhouetten-Level so sehr. Ich finde die eigentlich ganz cool. Ich nicht. Kommen übrigens auch in Super Cedric Löschdich vor. 2 Stück. Meine Fresse, ich finde es so unfair, nur so. Der erhöhte Sprung ist schon geil. Nein! Okay. Kommt ganz schnell wieder. Das würde mich sehr freuen. Danke. Ich bin nämlich sonst geliefert. Fun Fact, da oben ist das N. Lol. Achtung. Huch. Oh, diese sind wirklich solche Trap-Gegner. Ja, die sind in Wirklichkeit Transgender, deswegen sind sie Trap-Gegner. Also ohne wirklichen Kontext versteht man den, glaube ich, nicht. Aber ich fand den sehr witzig. Eindeutig, hier muss man übrigens für ein Puzzleteil alle Bananen sammeln, was ich relativ cool finde, genau. Schwierig finde. Das war schon so schwierig. Kurz Zeit hat. First try. Sorry. Voll einfach. 5, 4, 3, 2, 1. Ah! Hui! Wow, Cedric. Hui! Juckt mich eigentlich nicht, ob wir die Coins da haben oder nicht. Lass es gehen. Ich bin halbjudig, ich finde Münzen schon sehr wichtig. Bitte töte mich nicht. Danke. Keiner tot nochmal. Oh, 13 Coins, sehr schön. Geil. Also ich werde echt dafür so langsam, dass wir uns mal so ein paar Leben kaufen. Ja, können wir machen, ja. Ja. Wo bist du eigentlich auf einmal hin? Und trotzdem steuere ich dich auf der Karte. Nee, eigentlich nicht.
Lol, als ob es jetzt schon das Sky-Level gibt. Natürlich. Vor dem Boss. Okay, dann weiß ich schon mal, was wir jetzt spielen werden. Das Sky-Level. Genau. Wow, ich rutsch aus. Oh mein Gott, was passiert hier? Ah, nein. Als ob das wollte ich gar nicht. Du kommst instant wieder. Das ist eigentlich voll nützlich. Lass öfter machen. Nö. Als ob du halt jetzt wirklich auf den Pussy-Mode umgestiegen bist. War das ich denn? Gehst du mal auf meinen Rücken? Ich will es einmal solo versuchen. Okay, meinetwegen. Ich hab's im zweiten, dritten Versuch, dritter war es, glaube ich, geschafft. Im Solo-Style. Aber das gar nicht mit Dixie allerdings. Mit Dixie ist die Physik ja nochmal ganz anders. Ach, das Level war das. Es geht eigentlich, bis zu einem gewissen Punkt. Ich habe nur Probleme bei dieser Stachelpassage später gehabt. Ich nehme hier eine schwierige Passage, wo man zwischen Stacheln hindurch musste. Das fand ich sehr schwer. Gut, dass wir Puzzleteile nicht sammeln. Das ist wirklich ganz gut. Wobei ein bisschen unrealistisch, dass diese Dinger hier abfackeln. Wirklich? Das ist unrealistisch? Ich dachte, das wäre ein realitätsgetreues Spiel. Ich finde immer so komisch, dass man ZL drücken muss zum dranhängen. Ich will immer auch nach oben drücken oder irgendwie so. Ich gewöhne mich eigentlich relativ einfach dran. Zu viel Essen bei X gezockt, kann man da nur sagen. Bisher komme ich ganz gut durch. Die Stelle ist auch relativ einfach. Das hat eher mit Timing zu tun. Okay, das heißt, es sei denn, man heißt Cedric FP. Was, man nimmt abwechselnd Schaden? Das ist praktisch. Ja. Beim nächsten Treffer bin ich dann tot, danach du. Lol. So, und das ist die einzige Stelle, wo ich Probleme hatte. Jetzt kannst du das mal. Das war die schwierige deiner Meinung nach? Das war die schwierigste Stelle tatsächlich, finde ich. Also ich fand die immer am leichtesten, aber weil ich das gesagt habe, werde ich jetzt wahrscheinlich gleich sterben. Oh fuck. Falsch rumgedrückt. Komm her. Ja, das ist der Vorteil, wir können halt jetzt hier so. Oh, ich bin so cool. Ah! Okay. Nö, bist du nicht. Weißt du, wie das. Ja, gut. Das hier machst du ganz. Okay. Ich habe nichts gedrückt. Das hier kannst du ganz einfach machen. Ich habe nichts indem gedrückt. Mich so fallen lässt. Ja, wollte ich ja machen. Ich habe aber gerade trotzdem nichts gedrückt. Lol. Tja. Würde mir stinken, wenn ich du wäre. Ja. Wartest du kurz? Ja. Ich versuche gerade. Gut, hier kann ich jetzt schlecht warten, also beeil ich mal. Ja, wo kann mein Kong der. Kader will bitte schön warten? Na, ein paar Stellen schon. Ab und in zu. In späteren. Sehr selten. Nein, 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 war. Okay, du kannst da gar nicht warten. Skibibi, Papa. Oh, die Stelle ist nicht so nett. Wieso? Was ist eigentlich, wenn das Ding einen einholt? Ein bisschen gemein, dass man hier zu zweit so komplett synchron ist. Die Plattform sind. Hier am Ende fällt runter. Ach so. Ciao, ne? Och komm, es ist so lächerlich, dass du schon darüber kannst. Wenigstens das Level im First Try geschafft, Bitch. Willst du das Ding jetzt hier haben? Nee. Oh, du Mensch. Oh man. Diddy Kong, cooler Typ. Einsdeutig. Hast du gerade einsdeutig gesagt? Ja. Gut, damit gehe ich jetzt auch. Schönen Tag noch, Cedric. Gut, dass ich diese Level nochmal alle mit einem Leben schaffen muss später, ne? Im 200% Modus. Die Tür ist abgeschlossen, was soll das? Weil die Tür immer abgeschlossen ist. Gut, dann bin ich wieder hier. Hi. Guten Tag. Ich würde sagen, den Boss packen wir noch. Halfpipe der Halbstarken. Was ein Name. Ups. Ja? Wieso lebt man dann wieder? Das ist so lächerlich, aber so kann man wenigstens One-Ups sparen. So, Boss kriegen wir noch hin. Und dann haben wir tatsächlich einiges geschafft. Wofür wir eigentlich drei Parts hätten angedacht. Haben wir jetzt zwei Parts gebraucht. Ich habe mir diese Zwischensequenz nicht angeguckt. Kann man sich einmal angucken, würde ich sagen. Jo, eindeutig. Tolle Pinguine, ne? Cooler Typ. Also ich wäre dafür, dass da jetzt ein Eisbär kommt und ihn einfach auffrisst. Das wäre wirklich ganz witzig. Jo, hätte was. Aber leider nicht, der hat 9 Leben, der Spast. Wie viele Pinguine werden jährlich von Eisbären gegessen? Gar keine, sie leben an verschiedenen Polen. Richtig. Gut, dass du anvisiert wirst. Das gefällt mir.
Haben wir das gerade synchron gesagt? Ja. Komisch. Aber ich mag die Musik von dem Boss. Passt zwar irgendwie gar nicht in das Spiel rein, aber gefällt mir. Ja, zu dem Boss ja halbwegs schon. Ja. Leicht unrealistische Fischphysiken. Ja, ich hasse die Dinger wirklich. Das ist manchmal sehr schwer zu sagen, wie hoch die... Hui! So ein Herz, was ich mir vollkommen verdient habe. Komm, ich will nicht abkratzen bei dem Boss. Ich habe ihn sogar im Second Try geschafft. Ha! Vollidiot. Oh Mann, ich will jetzt eigentlich mal einen Hit landen vor dir. So. Na, du... Meine Fresse. Du bist in Hard Mode gewöhnt, halt die Klappe. Außerdem spielst du Dixie, es ist lächerlich. Ja, ich finde das schon sehr... Du hast eine kleinere Hitbox und bist agiler. Das ist korrekt. Ich bin beim ersten Mal während dieses Moves auf ihn draufgesprungen, weil ich eben nicht gecheckt habe. Ich nicht, beim zweiten Mal erst, weil ich dachte beim ersten Mal, dass ich den verpasst habe. Die Pinguine sind relativ leicht auszuweichen, man muss einfach nur nach links und rechts laufen. Ja. Jetzt was laberst du denn? Lächerlich. So, aber tatsächlich ein relativ einfacher Boss. Wir sterben trotzdem. Bum Bum ist schwerer. Das ist ein Witz, oder? Nein. Du findest Bum fucking. Das war ein Spaß. Meine Fresse, das war Ironie. Man weiß ja nie bei dir. Wieso trommel ich? Schließlich isst du Eis ja auch nicht im Sommer, weil es dann schmilzt. Ja, ist doch vollkommen logisch. Okay, das ist die einfachste Phase, finde ich tatsächlich. Ich auch. Münze holen? So muss das. Habe ich überhaupt schon einen Hit auf den Spasten gelandet? Ich glaube nicht. Okay, jetzt muss man hier auf diese Fische dreimal raufspringen. Ah! Nice Double-Hit von ihm. Zweiter Boss ist schwerer. Viel schwerer. Vor allem im Hard-Mode hat mich, glaube ich, am längsten gekostet mit dem Final-Boss. Tatsächlich hat mich der Final-Boss so lange gekostet, dass ich den als allerletztes gemacht habe. Ah, das ist so witzlos. Ich denke jedes Mal, dass ich draufspringen kann. Komm her. Nice. Oh Mann, dann kann er länger nicht ausweichen. Witzlos, Alte. Fuck this shit am out. Jetzt kommt der 200 EQ-Modus. Weil es ja gerade schon so gut geklappt hat. Oh, ich habe einen Hit gelandet. Den wichtigen. Jetzt! Ach stimmt, man muss ganz oft drücken. Ich habe gerade nur einmal gemacht. Wow. Wenn du zu viel drückst, dann kannst du nur einmal machen. Echt? Ja. Also es wird ja XY eingeblendet und wenn du das vorher machst, dann triffst du den nur einmal. Das ist voll lame dann. Timing-Sache halt. Ja. Finde ich eigentlich ganz gut. Einsdeutig. Mach noch einen Einswitz und ich werde dein Zuhause finden und es anzünden. Du bist gerade hier. Das ist richtig. Das ist einsdeutig. Boah. Triggered! Wo wollen sie hin? Zum Laden? Ja. Wir haben ja schon 101 Coins. 101 Dalma Coins. Genau, und die wollen ausgegeben werden. Mal gucken. Ich bin ja für grüne Ballons tatsächlich. Yo, what's up? Hä? Wieso verkaufst du das nicht, du Spast? Nee. Mach 8. Aber 20. Eigentlich relativ lächerlich, dass man so wenig hat. Extra Herzen. Mal kurz gönnen. Ja, komm. Trinket auch immer. Ja, so. Und das passt. So, damit danke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn es weitergeht, beim Alpatoll. Bis dahin und tschüss. Tschüss. Nice.